würde auch in einem Pub jetzt gerade Fish and Chips bestellen. Ein Glas wo an? I would like to have a bottle of sparkling water. I would like to order a milkshake. Chocolate, please. I want to order a tea. Mein Lieblingsstadion in England ist das Wembley. Unglaublich traditionsreiches Stadion. Und ich durfte selber schon spielen. Es ist wirklich ein tolles Stadion. Wembley. Ich war gerade kürzlich in Wembley und muss sagen, das hat schon sehr beeindruckt. Mit der Größe und der ganzen Atmosphäre. Ja. Die Anfield Road. Old Trafford. Die, was am meisten verdient in einem Wachsfigurkabinett sind, ist Ramona Bachmann. Ramona Bachmann. Christine Sinclair von Kanada. Beste Torschützin ever. Und ja, immer noch mit, glaube ich, 37 immer noch mit Top-Level. Für mich wäre das sicher entweder Ada Hegerberg. Sie ist eine beeindruckende Fußballerin, hat sich auch eingesetzt für den Frauenfußball. Und ich denke auch, Rapino wäre auch eine, die ich würde, ja, die das verdient hätte. Ada Hegerberg, die ja, sich ein bisschen für den Frauenfußball auch ein bisschen Gegenstrom schwimmt. Auf jeden Fall jemand, der für die Rechte der Frauen kämpft. Wenn ihr Queen eine Frage stellen könnt, wäre es wahrscheinlich, wie es ist, Königin zu sein und ob sie es vermisst, ein normales Leben zu führen wie wir alle. Queen würde ich glaub, am liebsten fragen, wie sie einmal in ihre schöne Kleider reinkommt und ob sie da Hilfe braucht. Ob sie schon mal in der Schweiz war. Ob es anstrengend ist, in der Öffentlichkeit herumzufahren und die ganze Zeit zu winken. Und ich würde auch gerne mal so einen Hut anprobieren, den sie einmal anhat. Jetzt rein vom Fernsehen habe ich nicht einen Lieblingsclub. Ich muss aber sagen, dass ich Manchester City in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr, sehr gerne zuschauen. Arsenal. Arsenal. Ich denke, im Frauenfußball ist sicher Arsenal und Chelsea. Und sonst bei den Männern bin ich schon eigentlich eher Liverpool-Fan. Chelsea ist so die Frauenmannschaft und Manchester United die Männermannschaft. Ich habe das britische Wetter akzeptiert. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich glaube, London ist noch relativ sonnig im Vergleich zum Norden. Ich glaube, es könnte besser sein. So viel ich weiß, regnet es recht oft und ich habe lieber Sonne. Ich finde das britische Wetter super. Zum Fußballspielen habe ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ich liebe es, wenn der Platz so leicht nass ist, wenn es ein bisschen geregnet hat. Vielleicht nicht ganz so heißes Wetter. Zumindest ist das britische Wetter immer ein bisschen gleich. Also man kann sich immer ein bisschen auf die gleiche Temperatur einstellen. Aber ich bin schon lieber in der Sonne. Also lieber ein bisschen heiss. Wenn wir in England Europameisterin werden würden, dann erwarte ich von der Schweizer Bevölkerung, dass es ein riesen Fest gibt. Es gibt am 1. August eine riesen Nationalfeierparty mit uns.